Wow, ich sehe ihn. Ist er das? Oh mein Gott. Ey, stopp. Wo bin ich hier? Das ist nicht mein Zuhause. Nein, fertig. Komm schon. Ja, wir haben ihn, Leute. Wir haben ihn gleich. Nein. Franklin, Franklin, steh auf. Puh. Okay, Leute, wir sind immer noch bei dem Haus und haben wir uns verwandelt? Nein, wir sind immer noch Franklin. Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video, Leute, auf dem Kanal. Heute gibt es auf jeden Fall Part 2 zu der Chucky-Thematik. Und zwar, Chucky, die Puppe, Leute, hat uns das letzte Mal tatsächlich erledigt. Aber so wie es aussieht, leben wir einfach wieder. Und es ist mittlerweile Tag. Ich würde sagen, Leute, wir hauen von diesem Ort ab. Ich hoffe, dass dieser Fluch dann für immer vorbei ist. Wir gehen einfach mal nach Hause und gucken, ob alles tatsächlich wieder friedlich ist. Ich hoffe, dass wir Chucky nie wieder sehen müssen. Aber ja, ich kann halt wirklich nichts garantieren. Ich glaube, Leute, dieser Baum war vorher auch nicht zerstört. Ich hoffe nicht, dass das Chucky war. Wobei, ich kann es mir schon vorstellen, denn ihr habt ja gesehen, Freunde, dass er eine Kettensäge bei sich hat. Und die hatten wir auch eine kurze Zeit. Ich hoffe, dass ich sie auch noch wiederbekomme, weil das war eine sehr, sehr coole Waffe in GTA 5. Naja, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Hause, Leute. Lasst auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr mehr mit Chucky sehen wollt in GTA 5, jetzt ein Like da auf dem Video. Und Leute, drückt mal kurz auf den Abonnieren-Button, damit wir auf jeden Fall die 1,11 Millionen auf dem Kanal schaffen. Und ich sag's euch, dann gibt es die PlayStation 5-Verlosung. Also smasht jetzt den Abo-Button und Leute, lasst gerne auf die Glocke da, nennt man es so. Glockt einfach den Knopf. Glockt einfach den Knopf, ja. Okay, dann gehen wir mal nach Hause. Jetzt kann wenigstens kein Stromausfall mir was anhaben, denn wir haben gerade Tag. Also noch, wie viel Uhr haben wir denn? Wir haben gerade 17.03 Uhr. Dann gucken wir mal nach, Leute. Ein bisschen Fernsehen, komm. Wir schauen ein bisschen Fernsehen, Leute. Gehen ein bisschen runter, kommen ein bisschen runter von der ganzen Situation. Ah, guck mal, das ist das letzte Video, Leute. Ich will das aber nicht sehen. Ich will das letzte Chucky-Video nicht sehen. Oh, oh cool. Und was ist das für ein Video? Oh, das ist von meinem Zweitkanal, Leute. Von meinem Reaction-Kanal. Na gut, dann schauen wir mal weiter. Was sind die Nachrichten? Bürger von Los Santos. Chucky. Oh mein Gott. Die Mörderpuppe ist in der Stadt angekommen und terrorisiert die Bürger von Los Santos mit seiner Kettensäge. Nein. Bitte gehen Sie sofort weg und verschwinden Sie aus dem ganzen Radius von der Innenstadt. Nein! Oh mein Gott, Leute, habt ihr das gerade gesehen? Nee, Chucky ist wieder zurück und er ist jetzt in Los Santos angekommen. Ich dachte, das war's mit ihm, aber nein, der ist jetzt in Los Santos und wisst ihr, was wir jetzt probieren werden? Weil er nämlich Los Santos angreift. Wir werden es wie mit den anderen Kreaturen probieren, ihn zu capturen, damit wir als ihn spielen können. Und deswegen, Leute, was machen wir als erstes? Wir fahren zu Lester, denn er hat dieses komische Gerät oder diesen Appen-Atomizer, den wir immer benutzen können, um uns in die andere Kreatur reinzuversetzen und als sie spielen zu können. Und wenn wir das machen können, dann können wir quasi Los Santos dadurch retten. Oh Mann, das Ding ist, Leute, wir müssen jetzt quer durch die ganze Stadt nach Los Santos fahren und ich glaube, Chucky wird dort irgendwo mit seiner Kettensäge rumlaufen. Naja, wir sind aber viel zu schwach, um uns gegen ihn wehren zu können. Ihr habt es ja gesehen, selbst mit einer Kettensäge habe ich das 1 gegen 1 gegen ihn verloren. Oh mein Gott. Nein, Leute. Ist er das? Oh mein Gott, ich sehe da was. Seht ihr das auch mitten auf der Straße? Das ist er doch, oder? Das ist er... Yo, ihr habt's gerade gesehen. Oh mein Gott, er greift an. Er greift die Leute an. Oh nein, da holt er sich gerade den Nächsten. Ey, Chucky, wollen wir den vielleicht mit dem Auto überfahren? Vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit. Okay, ich probiere mal durchzufahren, Leute. Oh nein, nein, nein. Ich weiß nicht, Leute. Okay, jetzt hat er sich in der Gasse versteckt. Alter, wen greift er da bitte schön an? Die Leute werden wahnsinnig, die werden panisch. Okay, jetzt. Oh nein, 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 nein. Nein, nein, Chucky. Oh mein Gott. Okay, nein, 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 nein. Ich werde mich nicht mit dem duellieren. Leute, ich werde es nicht probieren. Fahr, Alter. Oh nein, er ist wieder aufgestanden, Leute. Fahr, Franklin. Komm, kann er auch Autos was anhaben? Ich weiß nicht. Sieht gerade... Jo, er greift das Auto von ihm einfach an. Okay, ich guck mal nach, ob er das an... Oh nein, jetzt. Oh nein, nein. Okay, also er kann Autos angreifen. Ich meine, klar, er hat eine Kettensäge. Okay, wir fahren jetzt, Leute, zu Lester. Ich hoffe, dass wir dann besser ausgestattet sind gegen ihn. Aber ihr seht schon, der Typ ist wirklich krank. Der ist absolut heftig. Ich weiß nicht mal, wo er diese kranken Kettensäge hergeholt hat. Aber ja, er greift tatsächlich Los Santos an, so wie es aussieht. Oh nein. Ich habe gerade so eine Explosion gehört. Ich weiß nicht, ob ihr die auch gehört habt. Okay, Lester. Es tut mir so leid. Ich bin jetzt gefühlt das 5. Mal diese Woche bei ihm. Lester! Ey, yo! Ich hoffe, ich störe dich nicht. Franklin, warum nervst du mich schon wieder? Was gibt's denn? Hörst du das Geräusch? Ist er in der Nähe? Bitte sag mir nicht, dass er in der Nähe ist. Ja, Lester, wie soll ich das sagen? Was hast du wieder angestellt, Franklin? Ja, also,
Das ist eine ganz witzige Geschichte. Und zwar, wir hatten ja Halloween und ich dachte, ich beschwöre mal Chucky, die Mörderpuppe. Du hast was? Ja, also jetzt ist er in Los Santos und er greift die ganze Stadt an. Ich glaube, du müsstest das wissen, weil du die Nachrichten immer verfolgst. Franklin, das ist das letzte Mal, dass ich dir helfe. Was willst du? Ja, ich würde gerne als ihn spielen, damit ich die Map quasi retten kann, damit ich Los Santos nicht vor der Zerstörung bewahren kann. Also, hast du nicht diesen Appen-Atomizer noch einmal? Ich kann ihn dir geben, aber ich glaube, das mache ich nicht mehr kostenlos. Wenn alle Leute jetzt ein Like da lassen, überlege ich mir das nochmal. Oh, Freunde, könnt ihr mir bitte einen Gefallen tun, Freunde? Lasst mal für Lester gerne ein Like da auf diesem Video, damit wir diesen Appen-Atomizer kostenlos bekommen von ihm. Also Leute, smash den Like-Button. 3, 2, 1 und Lester, hat's geklappt? Von mir aus. Hier, benutzt ihn bitte weise. Alles klar, dankeschön, Lester. Das mache ich. Okay, Leute, wir haben den Appen-Atomizer von Lester bekommen und den können wir jetzt gegen Chucky, die Mörderpuppe, benutzen. So, da haben wir ihn, Leute. Und damit können wir auf jeden Fall die Kontrolle über den anderen Charakter gewinnen. Und deswegen machen wir uns wieder auf den Weg zurück in die Innenstadt, um gegen diese, ja, mörderische Puppe zu kämpfen. Die Frage ist nur, wie kann ich es schaffen, ihn zur Ruhe zu bringen, dass er mich nicht angreift? Denn wenn er mich trifft, dann war es das sofort. Ich habe keine Chance. Wir haben also nur einen einzigen Versuch, um ihn zu capturen, um als Chucky die Mörderpuppe zu spielen. Okay, ich glaube, kämpft er da gerade? Der kämpft gerade gegen die Polizei. Das ist er halt wirklich. Oh, bewegt er sich auf mich zu? Okay, ich bin aber noch nicht ausgestiegen. Hey! Oh mein Gott, nein. Okay, wie machen wir das, Leute? Da ist die Polizei, die greift ihn an, die greift ihn an. Ey! Chucky, wehr dich doch gegen die Polizei. Nein, 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 nein. Oh, wow. Okay, okay, okay. Vorsichtig, Alter, vorsichtig. Yo, er hat meinen Reifen geschreddert. Er hat meinen Reifen einfach zerstört. Okay, jetzt kämpft die Polizei gegen ihn. Nein, 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 nein. Fahr. Okay, okay, Leute, bitte, bitte, Chucky, such dir jemand anderen. Ich versuche erstmal hier zu parken, damit ich ihn gleich capturen kann. Der ist nämlich echt krass, Leute. Der ist nämlich wirklich heftig geworden. Also, ich sehe, dass er sich bewegt, aber bewegt er sich auch auf... Er bewegt sich immer noch auf mich zu. Okay, was machen wir, Leute? Wir müssen dahin gehen, wo viele Passanten sind, damit er diese Leute angreift und nicht nur die ganzen Autos. Okay, so, jetzt bleibe ich mal hier stehen. Und jetzt steigen wir aus. Wir rüsten den Appen-Atomizer aus. Und Leute, wir müssen jetzt auf das Timing achten. Lauf doch nicht weg. Okay, ich laufe auch hinter euch her. Ich laufe auch hinter euch her. Oh mein Gott, keine Zeit mehr. Keine Zeit, da ist er, Leute. Was macht er da? Oh mein Gott, okay. Ja. Ah, nein, 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 nein. Ey, nein, 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 nein. Nee, 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 nee. Oh mein Gott, wir haben noch eine Chance. Bitte, 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 bitte. Oh, das war knapp. Nein. Okay, wir capturen ihn. Let's go. Yo, was passiert? Okay, wir sind jetzt wo, um genau zu sein. Steh auf. Leute, wir sind schon wieder an dem gleichen Ort, wo wir das Video begonnen haben. Das ist weird. Wir sind schon wieder an diesem Haus. Aber, wait, wir sind kleiner. Hat es geklappt? Hat es geklappt? Es hat geklappt! Leute, wir spielen tatsächlich jetzt gerade als Chucky in GTA 5. Wow, und der sieht halt wirklich gruselig aus. Also mit dem ganzen vernerbten Gesicht und irgendwie diesem Schnitt dort auf der Brust in diesem Teil. Oh, jetzt sieht man wieder normal. Oh boy, es ist wirklich wahr, Leute. Wir spielen als ihn. Okay, jetzt würde ich gerne diese Kettensäge nochmal haben oder, weiß ich nicht. Was? Wir können doch jetzt eigentlich, Leute, jetzt können wir doch eigentlich den Flug... Warte, wo ist Franklin? Eigentlich können wir doch jetzt einfach so chillen und dann tun wir keinen mehr was, ne? Weil Chucky ist wahrscheinlich in GTA 5 nicht mehr. Hä? Was lachst du denn? Was lachst du denn? Was ist denn so witzig? Hey, wo kommt dieses Lachen denn bitte her? Hä? Ich spiele doch als ihn. Warum lacht er denn? Hör doch auf. Wo kommt bitte dieses Loch her? Hey, irgendwas ist hier komisch, Freunde. Wo ist Franklin verschwunden? Dachtest du wirklich, dass du Chucky entkommen kannst? Ich verstehe nicht. Redet er gerade mit mir? Wo bist du? Hey, wo bist du? Ich bin genau hier. Genau bei dir. In deinem Bewusstsein. Warte, willst du mir sagen, dass ich gerade zwei Personen in einer bin? Ich bin gerade Franklin und spiele als Chucky, aber Chucky ist irgendwie noch in meinem Bewusstsein? Warte, das glaube ich dir nicht. Okay, finde meine Kettensäge, damit ich Los Santos erobern kann. Nein, das werde ich auf keinen Fall machen. Was willst du denn dagegen tun? Ich meine, hä, ich bin doch in deiner Macht. Ich habe die Kontrolle über dich. Hey, was, wait, was machst du da gerade? Hallo? Hey, yo, ist das gerade mein PC? Digga, hallo? Ey, Bro, das ist gerade nicht cool. Hä, Moment. Leute, mein...
Mein GTA ist gerade einfach gecrashed. Oh, was ist das? Chucky-Notiz. Warte mal kurz, wann hat er die... Der hat die gerade erstellt, okay. Was steht da? Wenn du mir nicht gehorchst, werde ich deinen PC löschen. Yo, ist das ein Virus? Nein, damit ist gerade nicht zu spaßen. Okay, ich starte GTA neu. Okay, Chucky, lass meinen PC in Ruhe, bitte. Okay, bitte hack den nicht. Ich brauche den, sonst gibt es keine Videos mehr. Und das wollt ihr. Chucky, bitte, die Leute wollen die Videos sehen. Und ich will auch meinen PC bitte behalten. Ich habe keinen Bock, GTA neu zu installieren und alles. Okay, Schritt 1. Fang an mit meinem Schraubendreher. Er sollte im Haus sein. Alles klar, dann suche ich mal den Schraubendreher. Wo hat er den bitte? Hast du den nicht hier oben gehabt? Irgendwo links oder so? Wir gucken mal in dem Haus drinne, weil in der unteren Etage, bin ich ehrlich, da war ich gefühlt fast noch nie. Wow, das ist krass. Ist das dein Schlafsack? Oh Mann, der ist voll süß. Ey, mach dich nicht über meinen Schlafsack lustig. Ach komm, der ist doch süß, der ist doch niedlich. Und ey, was ist das da? Schläfst du etwa mit der zweiten Person hier in dem Zimmer? Chucky, gibt's da irgendein Geheimnis, was du mir nicht gesagt hast? Halt die Klappe. Ja, okay. Ich bin ja ruhig. Na gut, hier in der Küche gibt's auch was Ordentliches zu essen. So, wir gucken mal. Ey! Das ist ja doch. Das ist ja doch. Bro, putz deinen Spiegel bitte. Da kannst du doch nicht durchgucken. Dann nehmen wir mal diesen komischen Schraubendreher. So, jetzt habe ich ihn. Okay, dann haben wir jetzt den Schraubendreher von Chucky. Aber die Frage ist, wo ist diese Kettensäge? Das verstehe ich nicht. Und viel wichtiger ist die Frage, wo ist bitte Franklin verschwunden? Das ist so merkwürdig. Okay, Chucky, was soll ich als nächstes tun? Wie gesagt, ich werde nicht Los Santos für dich erobern. Das musst du auch gar nicht. Warte, aber du hast doch gerade gesagt, dass ich... der mir helfen soll, Los Santos zu erobern. Das tust du bereits. Ich verstehe es nicht. Geh in dein Haus rein und schau die Nachrichten an. Okay, du machst mir gerade ein bisschen Angst, Chucky. Ich bin sehr verwirrt. Was meint ihr, was er damit meinen könnte? Okay, aber der ist schon ein bisschen cute, Leute, mit ihm so rumzulaufen. Ja, das ist schon ganz süß, ne? Auch diese roten Schuhe. Ich muss sagen, der ist eigentlich relativ witzig, aber ich habe ihm... Im Ernst, ich habe gerade Angst um meinen PC, dass der irgendwas meinem PC antun kann, wenn ich mich nicht an seine Richtlinien halte. Also Leute, ich muss diesen Fluch irgendwie brechen. Ich muss Los Santos davor bewahren, zerstört zu werden. Okay, da wären wir doch, bei mir zu Hause. Aber wo ist mein Auto und mein Motorrad? Und wo ist Job? Irgendwas stimmt hier nicht. Bist du sicher, dass das nicht nur eine Einbildung ist oder ist es wirklich die Realität? Geh zum Fernseher. Warum soll ich zum Fernseher gehen, Chucky? Was meinst du damit? Okay, dann gehe ich halt eben zum Fernseher, aber da ist nichts Besonderes. Ich sag's dir jetzt schon. Da ist rein gar nichts Interessantes zu sehen. Ich weiß nicht, was er damit meinen will, aber ja, gut, dann gehen wir eben jetzt an den Fernseher und gucken mal, was da läuft. Yo, das sind die Nachrichten, aber... Warte mal kurz. Achtung, liebe Bürger von Los Santos. Los Santos ist in Aufruhr, denn in der Innenstadt kursiert ein merkwürdiger Mann namens Franklin. Genau das gleiche wie der Chucky. Er ist wahnsinnig. Gerade. Der Kettensäge läuft da rum und zerstört alles, was er um sich herum sieht. Bitte, gehen Sie sofort weg von diesem Ort. Nein, kommen Sie mir nicht näher. Nee. Ey, das gibt's gerade nicht. Warte, du hast gesagt, dass ich dir helfen soll, Los Santos zu erobern und der will hier gerade nur Zeit schinden. Ich glaube, der hat selbst die Kontrolle über meinen Franklin übernommen und mit ihm übernimmt er gerade die ganze Stadt. Okay, wir müssen da unbedingt rein. Ey, Chucky, ich muss den besiegen. Es gibt nur eine Methode, wie du ihn besiegen kannst. Du musst mir meine Kettensäge besorgen. Ja, wie soll ich denn die von Franklin stehlen? Ich habe zwei Kettensägen. Ah, deswegen hat er auch im 1 gegen 1 gewonnen. Er hat zwei. Ja, okay. Woher soll ich wissen, wo man die jetzt kriegen kann, die zweite? In deinem Haus habe ich sie jedenfalls nicht gefunden. Denn die hat ja Franklin bekanntlicherweise. Moment mal kurz. Leute, seht ihr das gerade? Ich habe einen Wegpunkt bekommen. Der ist am Strand beim Maskenladen. Okay, dann gehen wir mal zu dem Wegpunkt dahin. Okay, das machen wir jetzt. Freunde, wie sollen wir bitte schon Chucky austricksen? Müssen wir jetzt gegen Franklin, also gegen uns selber kämpfen? Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich habe keinen Bock drauf, aber irgendwie müssen wir es schaffen, dass wir am Ende der Gewinner sind. Naja, jetzt spielen wir vertauschte Rollen. Wir sind jetzt der Gefährliche oder Franklin ist der Gefährliche und wir müssen versuchen, den eigentlichen Feind, der wir sind, zu besiegen? Ich bin komplett verwirrt, aber ich glaube, wir werden das in diesem Video heute hoffentlich schaffen. Okay, Chucky, ich bin jetzt fast da. Wir sind gleich beim Maskenladen. Meinst du, da ist die Kettensäge von Chucky? Ich glaube nicht. Aber gut, wir schauen mal nach. Aber by the way, ich finde das ultra cute, wie er mit diesem kleinen Schraubendreher da ist. Du denkst halt wirklich so, das wäre der Sohn von einem Vater. Ein Sohn von einem Vater. Das wäre halt wirklich der Sohn der von einem Handwerker, der einfach ihm, hier, gib mir mal den Schraubenschlüssel, gib mir mal den Hammer, mein Sohn. So, er will halt ein bisschen mithelfen. Ne? Chucky, so sieht er aus. Wenn du noch einen so dummen Kommentar sagst, lösche ich deinen PC sofort. Okay,
Das war nur ein Joke. Das war nur ein Joke. Leute, ich muss sagen, Humor hat dieser Chucky nicht. Das habe ich gehört. Ja, ist okay. Ist auch okay. Warte. Was ist das? Dreht sich da was? Hey, das ist die Kettensäge. Die liegt dort. Und sie leuchtet einfach rot. Okay, Leute, was passiert jetzt gleich? Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade super gespannt, was jetzt passieren wird. Aber gut, dann gehen wir mal da jetzt hin und schauen mal, was wird jetzt passieren, wenn wir die aufsammeln. Leute, lasst dazu ein Abo da. Und what? Oh mein Gott. Ich soll 10 Leute in 50 Sekunden erledigen. Yo, aber hier sind keine Passanten. Oh mein Gott, Leute, wir müssen jetzt 10 Leute erledigen. Okay. Oh mein Gott. Wow. Alter, okay, eine Person haben wir. Das ist unmöglich. 2 Personen haben wir schon mal. Hier sind aber keine Leute. Wo sind denn die ganzen NPCs hier? Es fehlen die Leute. 30 Sekunden. Wie soll ich das denn schaffen, Chucky? Ich krieg das nicht hin. Keine Chance. Hier sind einfach keine Leute. Die sind wirklich keine Leute. Aber ey, immerhin habe ich dir deine Kettensäge besorgt. Warum muss ich denn diese Challenge schaffen? Warum muss ich 10 Leute erledigen? Okay. 10 Sekunden. Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich hier... Guck mal, der Comicbuchladen, der Maskenhändler ist auch nicht da. 3, 2... Was wird denn jetzt passieren? Ne? Was wird denn jetzt passieren? Okay, ja, ich habe es nicht geschafft. Ach nee, ich habe die wieder verloren. Okay, das heißt, Leute, wir müssen diese Challenge schaffen, damit wir die Kettensäge behalten dürfen. Ohne die können wir nicht gegen Franklin kämpfen. Okay, ich habe eine Idee. Wir warten einfach, bis es Tag ist. Dann werden wahrscheinlich mehr Leute hier sein und dann probieren wir das Ganze noch einmal aus. Okay, Leute, wir haben jetzt 13 Uhr. Ich glaube, jetzt sollten genug Leute da sein. Okay. So, let's go, Alter. Chucky, beweg dich. Come on. Holen wir die eine Person. Wir haben 50 Sekunden. Okay, eine Person haben wir schon mal. Jetzt müssen wir gucken, ob wir genug noch von denen kriegen. Leute, schneller. Lauf schneller, lauf schneller, lauf schneller, lauf schneller. Oh, yes, let's go. Lauf. 2 Leute erst. Wir haben erst 2 Leute. Schneller, 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 schneller. Komm. Okay, 3 Leute. Meint ihr, wir packen das noch? Freunde, motiviert Chucky ein bisschen. 4 Leute haben wir insgesamt, aber es fehlen noch so viele. Komm, oh. 20 Sekunden, Alter. Komm. 5. Wir haben nicht mehr viel Zeit. 6 Leute. Das wird sehr knapp werden. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich glaube, das packen wir nicht, Leute. Ich glaube, das packen wir nicht. Come on. Komm schon. Come on. Nein. 3, 2, 1. Und... Oh mein Gott. Wie schwer ist das denn? Okay, ich probiere es noch einmal. Aber jetzt soll ich das schaffen. Okay, eine Person haben wir. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Letzte Person. Letzte Person. Yes, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Nice, okay. Ich brauche nicht mehr als 10. Wir haben es geschafft. Let's go. Okay, Chucky, wir haben die Kettensäge. Das heißt, wir können jetzt gegen Franklin kämpfen. Auch wenn ich darauf nicht so Bock habe. Ey, Bro, was soll das? Nein, hör auf. Yo, den haben wir. Oh mein Gott, Geld. Let's go. Money, money, money. Oh, Junge, Alter. Das ist ja voll die krasse Waffe einfach. So Kettensäge in GTA 5 freigeschaltet. Nur mit Chucky. Das war's aber noch nicht. Warte, was willst du mir damit sagen? Es gibt noch eine zweite Challenge. Geh ums Eck. Um die Ecke? Okay, ich guck mir jetzt an, was meint er damit, Leute? Um die Ecke? Hier meinst du um die Ecke? Oder eher noch weiter? Bin nämlich sehr verwirrt, was er gerade meint. Hier um die Ecke. Was gibt es denn noch? Ich habe doch alles geschafft. Ah, warte. Er zeigt mir den Weg. Hey, da ist noch eine Kettensäge. Was meinst du damit? Ich verstehe es gerade nicht, okay? Leute, wir sammeln das mal auf. Mal gucken, was jetzt passieren wird. Okay. Ist das ein Motorrad? Wait, wie kann ich denn da einsteigen? Lol, lol. Leute, das ist ein... Ist das ein Kettensägen-Motorrad? Oh mein Gott. 30 Kills? Yo, ist das euer Ernst? Oh mein Gott. Wie heftig. Wow. Oh mein Gott, was sind das denn für Menschenmassen? Oh mein Gott, schaffe ich das? 14. Wir haben schon 18. Oh mein Gott, Leute, das ist die heftigste Waffe. Damit hat Franklin gar keine Chance. Junge, was ist das? Das ist das heftigste ever. 30. Okay, Leute, wir machen weiter. Das ist ja übelst krass. Junge, bam, 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 bam. Einmal zack, Junge. Das ist das Fahrzeug für die nächste Zombie-Apokalypse. Wir haben den Fahrradfahrer leider verpasst. Aber yo, wir haben schon 39. Und ja, wir schaffen das Ganze noch auf 40. 41 und yo, wir haben jetzt einfach das Kettensäge-Motorrad freigeschaltet und die normale Kettensäge. Okay, Leute, jetzt bin ich bereit gegen den Kampf
Gegen mich selber. Gegen Franklin. Okay, dann gehen wir mal, Leute, in die Stadt, oder? Was sagst du? Was ist mit dem Kopf von ihm los? Irgendwas ist sehr weird mit seinem Kopf. Bevor wir kämpfen, möchte ich, dass du dir 5 Sterne holst. Ist das dein Ernst? Reicht es denn nicht aus, gegen Franklin zu kämpfen? Reicht das wirklich nicht aus? Tu es. Oder ich lösche deinen PC. Ist ja okay. Ich mach's, Leute. Ich habe keine Ahnung, was ihn zufriedenstellt. Wir werden versuchen, uns jetzt 5 Sterne einzuhandeln. Aber erstmal probiere ich, ob wir ein Auto damit zerstören können. Und yo, Leute, wir können tatsächlich Autos damit ansägen. Whee! Und yo, der Typ ist durch. Der Typ ist down. Den haben wir ganz entspannt mal erledigt. Können wir auch sogar... Was? Yes! Alter, wir sägen hier diese Laterne durch. Und ja, Mann, es hat geklappt. Können wir auch einen Mülleimer... Oh, was? Das ist das Coolste ever, Leute. Und jetzt einfach hier an dem Wagen vorbeifahren. Miau, miau. Alter, schön durchsägen, ganzen Wagen zersägen. Einmal alle Reifen bitte komplett zerstören. Der ist sehr, sehr groß. Oh, Mann. Ich weiß nicht, ob der Wagen das übersteht. Wir machen mal eine kleine Runde um diesen Wagen. Oh, man. Alter. Jetzt hat er keine Reifen mehr. Kann man mit dem noch fahren? Also irgendwie fährt er noch. Ich weiß nicht wie. Irgendwie ist er noch fahrbar. Aber jetzt habe ich alle Reifen kaputt gemacht. Oh, mal gucken, was die Polizei dazu sagt, wenn ich ihre Reifen zerstöre. So, jetzt hat das Motorrad auch keine Reifen mehr. Nein, jetzt haben wir 3 Sterne bekommen. Okay, aber ja, wir müssen noch ein paar Sterne sammeln. Das heißt, Leute, jetzt kämpfen wir gegen die Polizei in GTA 5. Whee! Oh, boy, okay. Zack, Alter. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. So, ihre Wagen mache ich ebenfalls kaputt. So, versuch bloß, dich einzusteigen in dein eigenes Auto. Deine Reifen sind kaputt. Mal gucken, ob er einsteigt. Ich glaube nicht. Mal gucken. Ich mache einfach die Reifen kaputt von denen. Einfach nur ein bisschen. Einfach ein bisschen nerven, die Polizei. Ups. Oh Gott. Oh Mann, das macht so einen Bock. Das macht so eine Laune, Leute. So, jetzt mal gucken, ob die mir noch folgen können mit den ganzen zerschossenen Reifen. Na los. Probiert es. Folgt mir mal eben. Ah, ich glaube, der hat noch intakte Reifen. Ja, der hat noch eindeutig intakte Reifen. Jetzt hat er auf der einen Seite keine Reifen mehr. Aber dafür hast du... Ah, okay. Die andere Seite muss ich auch noch zerstören. So. Whoopsa. Jetzt habt ihr keine Reifen mehr, oder? Kommt ihr mir immer noch hinterher? Na, was sagt ihr? Was sagt ihr? Die haben zerstörte Reifen. Die können wir nicht um die Kurve folgen, oder? Na? Ja, doch. Doch, 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 doch. Die haben irgendwie echt krasses Grip. Was habt ihr für ein Grip? Ihr fahrt ohne Reifen. Aber ja, beim Beschleunigen bin ich eindeutig schneller. Da haben sie gar keine Chance. Na gut, ich sehe das Ganze mal als Training an. Bevor wir gegen Franklin kämpfen, machen wir hier erstmal komplette Unordnung und machen wir richtig Action. Let's go! Okay, und jetzt, Leute, komme ich mit der normalen Kettensäge an. Und Action! Wow, Alter! Ich mache alles kaputt. Zack! Junge, let's go! Okay, okay. Ich glaube, die überstehen das nicht mehr lange. Ihr übersteht das doch nicht. So. Und jetzt laufe ich schneller. Oh mein Gott. 4 Sterne momentan. Gleich haben wir die 5 Sterne, Freunde. Wenn wir das haben, können wir dann gegen Franklin kämpfen. Ja, ich glaube schon. Oh Mann, nicht mehr viel. Es fehlt nicht mehr viel. Dann haben wir die 5 Sterne freigeschaltet. Oh, ihr habt keine Chance. Ihr habt keine Chance. Kann ich auch ein Auto komplett zerstören? Ah, schwer. Ich kann es demolieren. Jo, guckt euch mal an, wie ich das demoliere, gerade das Auto. Oh, man, der Wagen ist ja komplett eingedellt gerade. Alter, yo, guckt euch das an. Der vom Wagen ist gar nichts mehr übrig gleich. Das Heck ist komplett durch bei ihm. Komplett durch. Und let's go. Alles klar. Yo, jetzt haben wir 5 Sterne erreicht. Okay, Chucky, ist es das, was du wolltest? Jetzt werden wir gegen Franklin kämpfen. Wo ist er? Ich muss ihn suchen. Wo ist Franklin? Komm, wir fahren jetzt zu ihm. Leute, er muss hier sein. Er muss definitiv hier in der Nähe sein. Oh Mann, Alter, ich hab Bock. Aber irgendwie habe ich auch Angst. Was passiert, wenn ich Franklin besiege? Besiege ich dadurch den Fluch? Oder was passiert genau? Wir werden es herausfinden. Da, Leute. Ich sehe ihn. Das ist Franklin. Okay, was machen wir jetzt gegen ihn? Was machen wir jetzt? Wir können jetzt durch ihn durchfahren. Guckt ihn euch an, Leute, wie er alles angreift. Er macht ganz Los Santos kaputt. Und das soll er eigentlich gar nicht machen. Aber ja, wir probieren es. Ey, wo geht denn der hin? Er greift jetzt alle Menschen an. Wow. Ist er auf dem Weg zu mir? Ich glaube schon, oder? Okay, okay. Bam. Okay, aber was passiert, Leute, wenn ich jetzt Franklin erledige? Ich darf Franklin gar nicht erledigen. Ah, Franklin.
Bitte, hör auf! Hör auf, du bist unter der Kontrolle von Chucky. Oh, Freunde, ich weiß nicht, was ich machen soll. Was meint ihr, was müssen wir machen? Sollen wir gegen Franklin gewinnen oder sollen wir verlieren? Wenn wir den Kampf gewinnen, dann war's das mit Franklin. Und wenn wir den Kampf verlieren? War's das mit Chucky vielleicht? Das könnte sein. Denk gar nicht dran. Oh, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich lösche deinen PC, wenn du es machst. Dann beweis dich und gewinn gegen Franklin. Na los, dann beweis dich halt eben. Leute, wie machen wir das jetzt? Wie verlieren wir jetzt gegen Franklin? Wir müssen es irgendwie... Oh mein Gott. Alter. Oh Gott. Oh mein Gott. Das war heftig. Das war critical. Das war... Wow, das war auch critical. Okay, Franklin, der hat nicht mehr so viel Leben übrig. Wow. Oh nein, Alter, ich darf das nicht so oft machen. Das könnte sonst das Ende von Franklin bedeuten. Oh, okay, Leute. Vorsicht ist geboten. Vorsicht ist hier geboten. Okay, so, was machen wir jetzt, Leute? Ich überlege gerade. Es darf Chucky aber nicht merken, Leute. Wir müssen das wirklich so machen, dass Chucky keine Möglichkeit hat, mein PC zu löschen. Okay, wir machen das jetzt so. Ich steige jetzt aus. Au, au, was ein Unfall. Was ein kritischer Unfall. Ja, Franklin, jetzt nutz die Gelegenheit. Komm, nutz die Gelegenheit. Komm, nein! Jetzt kommt zum Kampf! Oh nein! Was passiert jetzt? Leute, wir haben Blackscreen. Ich bin erledigt worden. Aber wer von denen? War Franklin oder Chucky? Wer von denen wurde erledigt? Das ist jetzt die Frage. Yo! Leute! Wir sind wieder Franklin. Das heißt, wir haben Chucky erledigt. By the way, sehr fresher Hoodie. Also wenn ihr euch den gönnen wollt, Leute, oder den Hoodie, Link ist in der Beschreibung dazu, zu dem Merch. Und by the way, es kommt ein spezielles Weihnachtsdesign. Nächste Woche checkt den Shop auf jeden Fall aus. Und dieses Design, Leute, was Franklin hat, könnt ihr euch ja jetzt schon im Shop gönnen. Und auf den Adventskalender könnt ihr euch auch reservieren. Aber ja, genug der Werbung, Leute. Okay, wir sind wieder Franklin. Und ich glaube, wir haben den Fluch gebrochen. Los Santos ist peaceful. Es ist alles normal. Nichts von Chucky. Job, bist du auch wieder da? Ja, er ist da. Er ist wieder da. Oh mein Gott. Leute, ich glaube, wir haben den Fluch tatsächlich gebrochen. Wir haben es irgendwie geschafft. Ich werde das nicht nochmal machen, so mit Chucky. Aber ja, Leute, damit würde ich an der Stelle sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr es nicht schon getan habt. Und abonniert den Kanal. Checkt den Shop aus, Leute. idzock.shop. Link in der Beschreibung. Checkt da jetzt ab, Leute. Jetzt wirklich gönnt auf jeden Fall mal. Vielen, vielen Dank für den Support. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein und ciao.